Willkommen bei einem neuen Video, meine lieben Freunde. Es geht heute wieder um dieses legendäre Universum mit dem Namen The Walking Dead. Und wir sind kurz davor, ein neues Spin-Off zu erhalten. Ein sehr lang erwartetes Spin-Off. Wir haben jetzt 6 Jahre fast darauf gewartet, dass Rick Grimes wieder zurückkehrt. Und endlich ist es soweit. Wir haben ihn mal kurz gesehen am Ende von Staffel 11. Aber jetzt ist er endlich mit Michonne zusammen in einem neuen Spin-Off mit 6 Episoden wieder unterwegs. Und der Trailer sah absolut genial aus. Wir haben verschiedene Teaser dafür bekommen. Wir haben einen richtigen Trailer bekommen und sehr, sehr, sehr viel Artwork dafür bekommen. Generell ist man sehr gehypt darauf und deshalb sind wir auch wirklich kurz davor, mit diesen 6 Folgen endlich zu starten. Was wird jetzt hier genau passieren? Worauf können wir jetzt hier in dem Fall gespannt sein? Auf jeden Fall wird diese ganze Geschichte erklärt werden, wo Rick Grimes überhaupt war, wie Michonne dorthin gekommen ist, wie sie sich dann irgendwann getroffen haben, was mit dem CRM genau ist, wieso vor allem auch Rick Grimes nicht zurückkehren konnte. Diese ganzen Fragen werden jetzt erklärt werden. Und ja, Andrew Lincoln hat auch selber gesagt, dass er und Michonne selber da auch gesagt haben, dass sie diese ganze Geschichte auch erklärt haben wollen. Sie wollen, dass die Zuschauer wissen, was genau diese ganzen Jahre passiert ist. Ich meine, viele Leute sind da abgesprungen, nachdem Rick Grimes nicht mehr bei der Hauptserie mit dabei war. Und nachdem Michonne ein Jahr später ebenfalls weg war, war ein großer Teil von diesem Hauptcast, dadurch, dass eben Maggie auch weg war, ja, weg. Und deshalb war man doch schon sehr froh, als Maggie kurz nach Michons Weggang wieder zurückkam. Und dann haben wir da auf jeden Fall noch viel Action mit den ganzen Leuten zurückbekommen. Und jetzt werden diese 2 legendären Charaktere, auf die man schon so lange wartet, endlich wieder backkommen. Der Trailer sah überkrass aus. Wir werden viel Action bekommen. Es wird natürlich trotzdem noch irgendeine Art Love Story sein. Da ist natürlich klar, weil die beiden werden sich irgendwie wieder treffen. Und deshalb werden wir da auf jeden Fall auch ein krasses Comeback von den beiden zusammen erwarten können. Was jetzt hier auf jeden Fall sehr interessant sein wird, wie wird diese Serie enden? Aktuell ist nur 1 Staffel geplant, allerdings steht das noch nicht zu 100% fest. Es könnte sich also auch ändern, je nachdem wie die Serie endet, je nachdem wie viele Zuschauer es haben wird, könnten sie das Ganze nochmal verlängern. Das wäre natürlich sehr interessant zu wissen, was dann genau noch kommen könnte, weil die Staffel jetzt muss ja irgendeine Art Abschluss haben. Werden die beiden zurückkommen? Werden die beiden noch im CRM bleiben? Was schätzt ihr und vor allem, was schätzt du, lieber Costa? Ja, also ich denke, wir werden jetzt auf jeden Fall zu sehen bekommen, was man halt noch nicht wirklich gesehen hat im Vorhinein. Also ich muss auch zugeben, für mich war die Serie auch ein wenig schlechter, seit die beiden weg waren komplett. Raushalten, ne? Mich schon halt eigentlich relativ schnell nachgezogen dann auch. Waren zwar nie direkt meine Favorites, das waren dann doch eher andere, aber doch war Rick Grimes halt als Main Character ein sehr guter Main Character. Und ja, es fing halt schon mit Carl an und nachdem Carl verstorben ist und wir halt einen sehr, sehr schlechten Henry-Ersatz bekommen haben, meine Meinung, hatten wir halt dann auch Rick Grimes nicht mehr. Ich denke auch, dass viele Charakter wie Daryl beispielsweise ohne ihn auch nicht mehr ganz so gut funktionieren und dass da einfach ein bisschen was gefehlt hat. Ich denke mal, wenn Rick da gewesen wäre, hätte es auch einiges verändert. Das hat man sich, glaube ich, immer wieder gedacht. Haben wir auch schon was ihre Wenn-Videos zugemacht. Und ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt auch einen ordentlichen Grund zu sehen bekommen. Oder sehen, was er in der Zeit gemacht hat. Und ja, natürlich freue ich mich auch, dass man mich schon wieder sieht. Hat auch einen, ich sag mal, relativ langen Heldenarc bekommen in The Walking Dead. Von quasi einem Side-Character, der nicht wirklich dazugehört, jetzt zu Ricks Frau. Und ja, auch bei ihr, denke ich mal, kann man jetzt einiges erwarten. Ich denke, wir werden jetzt auf jeden Fall was von diesem Teil der Welt sehen, was man bisher noch nicht so viel gesehen hat. Ich denke auch, dass Charakter wie Jadis natürlich jetzt wieder etwas mehr Fokus bekommen werden, von der ich tatsächlich nie ein großer Fan war. Also, dass sie da, sage ich mal, zur anderen Serie abgeschoben wurde, fand ich nicht so schlimm. Aber allein dadurch, dass sie halt eigentlich kein so guter Charakter für mich war, kann sich jetzt umso mehr glänzen. Und das ist natürlich ein Pluspunkt für die Serie. Was diese ganzen Militärgeschichten betrifft, muss ich sagen, war ich nie der allergrößte Fan von. Beim Commonwealth auch schon nicht, aber zumindest interessiert es mich, da den Ursprung dann auch zu erfahren, was da so genau hintersteckt. Und ich hoffe natürlich auch, dass die ganzen neuen Charakter auch funktionieren und dass es nicht zu viel Michonne und Rick sein wird. Und dennoch hoffe ich aber auch, dass man auch von denen nicht zu wenig sieht, denn oft finde ich, kommen Charakter dann doch eher in den Vordergrund, die aber sehr schnell sterben. Ich hoffe, diesmal haben wir wirklich Charakter, die Potenzial haben. Wo man noch Potenzial hat für eine 2. Staffel, bisher noch nicht angekündigt, aber wo es definitiv da Potenzial auch gibt. Ansonsten muss ich darauf hoffen, dass alles wieder auf eine neue Serie hinausläuft, gemeinsam mit den anderen Spin-Offs.
Aber ehrlich gesagt hätte ich dann doch lieber eine zweite The Ones Who Lived Staffel, da ich auch Michonne und Rick im Fokus eigentlich ganz gern habe. Ich weiß, Rick ist sowieso so gesehen der Main Character, aber hier halt wieder das erste Mal seit Jahren und das will ich ehrlich gesagt auch genießen. Du hast auf jeden Fall recht, so Charaktere wie zum Beispiel Jadis, die sind ja eben in The World Beyond aufgetaucht und nachdem sie nicht ganz so beliebt war in der Hauptserie, muss ich wirklich sagen, in World Beyond hat sie wirklich diesen einzigen, wirklich krassen Part gehabt. World Beyond war leider sehr schlecht, allerdings war ihr Part oder ihre ganzen Szenen, die waren wirklich legendär, weil sie so ein cooler Charakter geworden ist und ich bin froh, dass sie jetzt in dieser anderen Serie mit auftaucht und sie wieder gegen diese beiden kämpfen wird. Sie ist immer noch gegen Rick in dem Fall. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann genau dazu gekommen ist, dass sie, nachdem sie ihn gerettet hat, trotzdem sich wieder dem CRM angeschlossen hat, nachdem sie früher wohl schon mal da gewesen ist. Außerdem haben wir Terry O'Quinn aus Lost als Beal, als Chef vom CRM. Ich bin so gespannt auf die Gespräche mit ihm und auch in dem Fall Rick Grimes. Es wird legendär, weil man sieht direkt, das sind zwei alte Veteranen. Die beiden Schauspieler sind krass und ich bin sehr gespannt, wie die beiden dann miteinander interagieren werden. Das wird auf jeden Fall auch richtig krass werden. Außerdem bin ich sehr gespannt, wie sie das Ganze lösen werden mit dieser ganzen Verbindung zum Commonwealth in dem Fall. Weil im Comic sind die beiden ja eigentlich in einer ziemlich innigen Verbindung. Hier in der Serie wurde das CRM nirgends erwähnt in der Hauptserie. Also im Prinzip kennt das Commonwealth das CRM noch überhaupt nicht. Eventuell kommt da noch irgendwas. Vielleicht haben die echt irgendeine Art Pakt oder so eine Art Handel gehabt. Aber es wurde so bisher noch nicht gesagt. Und deshalb bin ich gespannt, ob Beal in dem Fall vom Commonwealth genau weiß und vielleicht auch schon mit denen interagiert hat, beziehungsweise auch dort schon von der ganzen Situation erfahren hat, dass Pamela Milton nicht mehr an der Spitze ist und vielleicht auch darauf reagieren könnte. Was denkt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was sind eure Erwartungen, auch wie diese Serie enden wird? Was schätzt ihr vor allem auch, wie es dann danach weitergehen könnte? Denn tatsächlich wurde gesagt, dass die Möglichkeit bestehen könnte, all diese Spin-Offs, also Daryl Dixon, auch Dead City und in dem Fall jetzt auch The Ones Who Live, wieder zusammenzuführen. Wie könnte das genau vonstatten gehen? Ich meine, Staffel 12 zu sagen, ist ein bisschen schwierig, denn man kann ja nicht einfach sagen, dass jetzt Staffel 12 kommt. Jemand, der dann später erst diese Serie anschaut, wäre ja sehr verwirrt, wenn er nach Staffel 11 plötzlich Staffel 12 anschauen würde. Daher schätze ich, es wird dann eher so eine Art neues Spin-Off mit allen Charakteren nochmal zusammen. Vielleicht auch so eine Art Trilogie als Filmreihe könnte ebenfalls sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint, wenn die Frage gestellt wird.